Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und diesmal soll es um das, wie man unschwer erkennen kann, Huawei P30 gehen, das bei mir jetzt angekommen ist, das neue Flaggschiff-Smartphone, zumindest eines der beiden Flaggschiff-Smartphones von Huawei mit einer atemberaubenden Kamera, könnte man sagen. Und ja, das ist das Gerät, was ich jetzt auspacken möchte, in diesem kleinen Unboxing euch vorstellen möchte. Und jetzt, wo sich einige dann wahrscheinlich fragen, was ist denn mit deinem Sony Xperia X? Ja, mit Selfish S. Das wird nicht länger mein Hauptsmartphone sein. Das habe ich jetzt beschlossen. Das heißt nicht, dass ich Selfish S jetzt komplett aufgeben werde, sondern halt nur als mein Hauptsmartphone habe ich jetzt entschieden, dass ich die SIM-Karte hier rausnehme und in das P30 reinpflanzen werde. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Unboxing. Dazu habe ich natürlich auch schon eine Schere hier, um das Ganze aufschneiden zu können. Und ich kann euch ein bisschen was zu den Daten sagen. 6,1 Zoll großes Display mit der gestretchten Full-HD-Auflösung. Das heißt, das sind 2040, glaube ich, oder 2090 Pixel, irgendwie sowas. 6,1 Zoll OLED-Display, 40 Megapixel Hauptkamera hinten, aber da kommen wir gleich sowieso schon noch zu. 6 GB Arbeitsspeicher, 3650 mAh starker Akku. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn man es auspackt. Das Erste, was einem entgegenschlägt, ist natürlich das Smartphone selber. Das werden wir mal an die Seite legen. Das ist jetzt die schwarze Version, wie man sehen kann. Mit der schwarzen Rückseite. Die anderen sind etwas schwierig zu bekommen gewesen. Aber ja, das werde ich gleich nochmal entpacken. Schauen wir, was es noch drin gibt. Hier gibt es interessanterweise, das ist bei der Amazon-Version mit dabei, den USB-Typ-C-Adapter. Das heißt, hier haben wir im Grunde genommen einen USB-Typ-C und auf der anderen Seite einen Micro-USB-Port. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann in der Verpackung. Ich kann es ja mal... Kriege ich es hier raus? Hier hinten kann man es sehen. Also ich kann auch ein USB-Typ-C mit einem Micro-USB-Kabel laden. Das ist also ein Adapter, das beigelegt wird. Finde ich eine nette Sache. Das war jetzt bei der Amazon-Geschichte mit dabei. Wenn man sich das Ganze bei Amazon bestellt. Nette Geschichte, wie ich finde. Hier natürlich Schreibkram, Papierkram und die SIM-Nadel. Der übliche Kram, wie man den so kennt. Also hier macht man es auf und da hat man dann den Schreibkram in verschiedenen Sprachen auch noch und die Garantiekarte natürlich ebenfalls drin. Das legen wir dann mal zur Seite, packen das wieder so ein, dass es gleich nachher wieder schön eingepackt werden kann. Hier innen drin befinden sich auch einige Sachen. Neben dem Quick Charger, der hier drin ist, Quick Charger, also dieser Huawei Supercharge, so nennt sich der. Und das ist jetzt hier die schwächere Variante. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Ich versuche es mal so ein bisschen dran zu halten. Da sehen wir die Daten eventuell. Der eine oder andere kann das erhaschen. Und das ist also nicht die schnelle Super-Variante, die beispielsweise beim Pro-Modell ausgeliefert wird. Hier wird etwas langsamer geladen, aber ich glaube, mit 20 Watt wird immer noch geladen und das ist doch immer noch schnell, wenn ich überlege, das schnellste Netzteil, was ich momentan habe, ist 18 Watt. Und ja, also kann ich eigentlich nichts gegen sagen. Also hier ein Schnellladegerät, Schnellladeadapter, der sich da drin befindet. Ansonsten natürlich auch ein USB-Typ-C-Kabel, auch in weißer Farbe gehalten. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann gibt es auch Kopfhörer, die sind mit dabei, und zwar Klinke. Weil das Teil hat im Gegensatz zum Vorgänger, ihr seht hier auch, das sind so an Apple angelehnte Kopfhörer, das Teil hat im Gegensatz zum Vorgänger tatsächlich einen Klinkenanschluss bekommen, also zurückbekommen, könnte man auch sagen. Macht man das mal auf hier, dann erstrahlt das Gerät schon in seiner tollen Pracht. Es gibt noch eine Folie, die machen wir auch natürlich schön ab. Kleben die dann wo fest? So sieht das Gerät also jetzt aus in seiner schönen, tollen Pracht. Und natürlich auch von hinten wollen wir es sehen. Hier haben wir noch ein paar Sticker, die mache ich mal ab. Ist nicht ganz gelungen, wie ich sollte. So, und jetzt sehen wir hier, das ist die schwarze Version. Und wir sehen so ein bisschen, richtig dunkelschwarz ist sie nicht, sondern eher so graustufenmäßig angelehnt.
Kann natürlich auch daran liegen, dass es so ein bisschen spiegelt und meine Decke zurückspiegelt, die natürlich weiß ist. Aber ansonsten sehen wir, ja, das sieht eigentlich recht ordentlich aus. Natürlich, wenn ich hier ein paar Finger drauf tatsche, werden irgendwann mal Fingerabdrücke entstehen. Deshalb wundert es mich so ein bisschen. Ich hätte eigentlich gedacht bei der ganzen Geschichte, dass eventuell auch noch ein Case mit dabei ist, also eine Möglichkeit, das irgendwo reinzutun. Aber ich sehe jetzt hier kein Case, was mitgeliefert worden wäre. Auch in der Verpackung ist, glaube ich, nichts mehr drin, nichts weiter drin. Nee. Das heißt, so ein bisschen, ja, erstaunt bin ich gerade, dass da kein Case mitgeliefert wird, weil ich eigentlich gedacht habe, da wird ein Case auch noch mitgeliefert, wo man das Teil dann reinstecken kann. So eine transparente Schale, wie man sie kennt von anderen Geräten, wie beispielsweise dem Honor, der Honor-Reihe, wo das ja auch mit dabei war. Hier ist es jetzt nicht mit dabei, auch nicht hier drin. Ein bisschen seltsam. Naja, muss es halt ohne Case genutzt werden. Das Besondere an diesem Huawei ist natürlich diese Triple-Kamera hier hinten drauf. Das heißt, man hat da wirklich einen 40-Megapixel-Sensor in der Mitte reingeflanscht, der mit einem neuartigen Sensor ausgestattet daherkommt, der anstatt der grünen Farbe, also RGB, die gelbe Farbe verwendet. Also bei RGB haben wir normalerweise einen roten, zwei grüne und einen blauen Pixel. Und man hat die grünen ausgetauscht durch gelbe Pixel, weil die gelben Pixel halt eben auch ein bisschen was rot und natürlich auch noch ein bisschen was grün aufnehmen können und etwas mehr aufnehmen können. Das heißt, anstatt eines Monochrom-Sensors, der mehr Licht aufnehmen kann, weil da einfach der Filter fehlt, der Farbfilter fehlt, hat man sich hier gedacht, wir machen dann ja, gelb rein, dann können wir ein bisschen was mehr an Sachen herausholen, an den Geschichten hier. Und ja, um noch weiter von der Kamera zu reden, neben der 40-Megapixel-Kamera befindet sich noch eine 16-Megapixel-Kamera, Ultraweitlinse, genauso wie ein Zoom, der hier unten sich befindet, der 8 Megapixel beträgt. Und dieser Zoom, wahrscheinlich ist es unscharf, dieser Zoom, es spiegelt halt so stark, dieser Zoom schafft eine dreifache Vergrößerung, ist also möglich, da dreifach optisch quasi irgendwo hinein zu zoomen und hat auch optische Bildstabilisierung. Die anderen zwei haben diese nicht. Ansonsten befindet sich der Dual-LED-Blitz und zwei Laser-Fokussysteme, also diese zwei Pünktchen hier, das sind Lasersysteme, die einem ermöglichen sollen, den Abstand zu messen. Und anstatt halt wie beim Pro-Modell mit einer Time-of-Flight-Kamera das zu machen, wird das hier mit einem Laser gemacht. Und soll dann auch dafür sorgen, dass ordentliche Berechnungen für den Bokeh-Effekt entstehen können. Ja, das also die Rückseite. Kommen wir zur Seite. Hier sehen wir den An- und Ausschaltknopf. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ich versuche es mal so ein bisschen reinzuhalten. Also da sehen wir den An- und Ausschaltknopf und wir sehen die Lautstärkewippe. Die haben gute Knackpunkte, wie man das von Huawei gewohnt ist. Auf der Vorderseite erkennen wir hier die 32 Megapixel Frontkamera. Das ist eine 32 Megapixel Frontkamera im Weitwinkel etwa, Blende F2. Die anderen Blenden von hinten habe ich gar nicht vorgelesen, macht glaube ich nicht allzu viel. Wird es natürlich ein Kamera-Review von mir dazu geben. Werde ich euch das Ganze natürlich auch vorstellen. Das Besondere nur an der vorderen Kamera ist, sie schafft nur 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, was Video angeht. Das heißt, dort gibt es keine 4K-Videoaufnahme. Ja, ansonsten haben wir hier den SIM-Einschub an der Seite und unten halt die Besonderheit, ich glaube so kann man das sehen, neben USB Typ C, einem Lautsprecher eben auch noch immer noch einen Klinkenstecker, beziehungsweise jetzt wieder neu hinzugefügten Klinkenstecker und natürlich ein Mikrofon auch. Ansonsten ist oben auch noch ein Mikrofon verbaut für die Rauschunterdrückung. Ja, insgesamt also ein sehr interessantes, spannendes Gerät, wie ich finde. Ich werde das jetzt ausprobieren die nächsten paar Tage. Es wird mein Hauptgerät sein, das heißt, ihr werdet davon sicherlich noch etwas mehr sehen. Ich werde natürlich Kamera-Samples damit machen, schießen, das Ganze einrichten und ja, euch davon berichten, was das Gerät angeht. Ersteindruck liegt gut in der Hand, ist nicht allzu groß. Ich habe jetzt mal hier das Xperia X, was ich daneben halten kann. Wir sehen, das ist das Xperia X mit Schale, ist etwas kleiner in der Höhe. Von der Breite her tun sie sich aber, glaube ich, nichts. Da sind sie, glaube ich, gleich breit oder zumindest sehe ich keinen großen Unterschied. Von der Dicke her sehen wir, ist es etwas dünner.
So sieht man es eventuell etwas dünner als das Xperia X, wobei das Xperia X natürlich auch diese Schale hat. Ich werde wahrscheinlich hier auch mir irgendwas besorgen müssen, damit das nicht so glatt wegrutscht. Aber wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich bin etwas enttäuscht, dass da wirklich kein Case mitgeliefert ist. Naja, wenn ich noch eins finde, ansonsten muss ich mir eins besorgen. So, das also dazu, das Huawei P30. Wie gesagt, das war's für das kleine Unboxing des Huawei P30. Und falls ihr mehr davon erfahren wollt, werdet ihr natürlich dann weiterhin hier im TechView Podcast, in der TechView Vlog Folgen darüber informiert werden.